Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys und heute kommen wir zum dritten Teil von dem, was ich in meinem Camper dabei habe. Wie man sieht, unten hier, ich habe die Rücksitze ausgebaut und daher habe ich damit noch ein bisschen Raum geschaffen für Dinge, die man eigentlich jetzt nicht in einem Camper erwarten würde. Ich fange einfach mal an, es ist relativ viel. Wir haben hier einmal den ersten Campingstuhl. Dann haben wir hier den zweiten Campingstuhl. Den hole ich kurz raus. Zeige ich mal, dass es auch ein richtiger Stuhl ist und nicht einfach nur ein Dreibein oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich ein kompletter Stuhl. Hier. Davon gibt es zwei Stück. Dazu gibt es dann noch einen Tisch. Den Tisch werden wir auch gleich noch aufbauen und wir werden dann gleich noch mal alles zeigen im Ganzen. Ein Tisch. Dann haben wir hier ein Sofa, würde ich es jetzt nennen. Ich würde es sagen, eine schöne Sonnenliege. Und ganz zum Schluss, und jetzt wird es wirklich grob. Hier kommt es raus. Und hier mein all-time favorite, wenn wir mal länger stehen als ein bis zwei Tage, hier drin befindet sich quasi mein Vorzelt. Ist auch ein bisschen schwer, wiegt 21 Kilo und das ist ein Pavillon 3x6 Meter. Ist auch schon vorgestellt worden in einem anderen Video. Wenn ihr das sehen wollt, wie das aufzubauen ist oder dergleichen, dann empfehle ich euch dieses Video. Das ist das zweite Video gewesen, das die Camping Cowboys hochgeladen haben. Wir werden es aufbauen, um das Gesamtbild zu verbessern. Und es ist immer noch nicht Schluss. Ja? Das hier sind dann noch zu diesem 3x6 Meter Pavillon die sechs Seitenteile. Und hier vorne unten drin habe ich dann noch mein Wasserkanister mit Frischwasser zum Zähneputzen und sich ein bisschen frisch machen oder mal abspülen. Wir haben hier ein sogenanntes Airsofa. Ein super kleines Packmaß, aber wenn ich jetzt es gleich heraushole, wird man sehen, wie groß dieses Ding eigentlich ist. Viele werden das schon kennen, ist mehrfach durch die Medien gegangen, aber ich bin trotzdem auch ein großer Fan davon. Also man sieht, es ist wirklich groß. Hier oben kommt dann die Luft hinein. Und das ist ziemlich witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Manche Leute stellen sich da an, da gehört schon ein bisschen Übung dazu, aber manche stellen sich wirklich an und das sieht dann ungefähr so aus. So einfach kann es natürlich auch sein, ja? Ja, man muss ein bisschen aufpassen, da gehört ein bisschen Übung dazu. Das Einfachste ist, in der Anleitung steht auch, dass man das Ding aufhält, sich einmal im Kreis dreht. Hat noch nie funktioniert. Hat noch nie funktioniert, ganz ehrlich. Man sollte das Ding aufhalten und sollte ein paar Meter damit laufen. Dann hat man hier ein schön aufgepustetes Sofa.
Was man auch noch machen kann, was nützlich ist, man kann sich den Wind zunutze machen. Guckt, woher der Wind kommt und lauft gegen den Wind. Das boostet dieses Teil in 0, nix auf. Man hat es gesehen, hier in 2 Sekunden. Noch ein kleiner Tipp, bevor ihr loslauft, schaut, dass es schön entfaltet ist und dass es sich nicht in sich verdreht hat. Ja, also der Schlauch muss wirklich ganz glatt liegen, dann halt aufheben, die Öffnung aufhalten, ein paar Meter laufen, schnell zumachen, fertig ist die Nummer. Und dann hat man eine wunderschöne Liegemöglichkeit. Ich benutze sie sehr oft. In dem Sinne, gute Nacht. So, liebe Freunde, und jetzt kommt das Beste zum Schluss. Das 3x6 Meter Pavillon. Wir haben es zwar schon mal vorgestellt in unserem zweiten Video, aber es ist so unfassbar gut. Das möchte ich euch noch mal zeigen. Einmal 6 Meter Pavillon in unter 3 Minuten. So, liebe Camping-Cowboy-Freunde, wie ihr seht, das ist das, was ich dabei habe in meinem Kombi und ich finde es wirklich ausreichend. Also ich habe eine Sonnenliege, ich habe einen Essplatz, ich habe eine Kühlbox dabei, ich habe eine Kochstelle und ich kann schlafen in meinem Auto. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch der Kanal gefällt, abonniert ihn. Es wird noch mehr zu Camping, Freizeit, Outdoor und Messern kommen. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, vor allem eine wunderschöne Campingzeit. Bis zum nächsten Mal bei den Camping Cowboys, euer Scarf.
Gibt es was zu essen, Hase? Ja, bitte. Wie die Fritzen. Was? Hunger. Hallo und herzlich willkommen auf dem. Oder scheiß drauf, lass laufen, schneide ich zusammen. Auch aus einem Camper kann man etwas. Was für ein Scheiß. Ich glaube, ein Rostack zählt.